Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier von Garderol verschiebt Polygonen wild über die Map. Mein Name ist uneingeblendet und heißt Garderol. TM. Und wie Sie sehen, müssen wir hier ein bisschen aufpassen, nicht dass die gleich eine Explosion verursachen. Und wir haben noch jede Menge reichlich Platz hier, um weitere Punkte zu sammeln, denn wir haben bereits jetzt das Missionsziel erfüllt, haben auch jede Menge Polygonen, die wir durch die Landschaft schieben können. Was wir oben seht, an der linken Zerstörungsbonus-Ansicht, gibt das nochmal extra Punkte. Was wir dann wieder in Personal und Gerätschaften investieren könnten, gäbe es da nicht das Level-System, welches von uns erwartet, dass wir zunächst einmal ein bestimmtes Level erreicht haben. Um dann entsprechend nachgewiesen zu haben, entsprechende Geräte führen zu dürfen. Ich überlege gerade, ob es vielleicht sinnvoll ist, dass wir nur Missionen annehmen, wo wir planieren können, weil wir sehen ja, wie viel Bonus das gibt. War jetzt irgendwie nur drei Laternen um. Fülle es nach. Wenn wir nur drei Laternen umhauen könnten, ist natürlich nicht so. Weißt du, was ich meine, ne? So, und jetzt würde ich gerne da reinfahren und das hier nicht mit unserem Hammer machen, sondern gerne mit dem. Ein bisschen problematische Kameraansicht, aber es funktioniert. Ja, das ist doch prima. Genau so habe ich mir das gewünscht. Und damals, als wir hier umgebaut haben, den Stall auch gemacht. So einen kleinen Bagger dann unser Vater, wie man so schön sagt, selber machen wollte, was natürlich überhaupt nicht geht. So, beenden. Ja, und jetzt stehen wir im Regen, ne? Sehr gut. Verträge. Unsere Arbeiter sind am Streik und der Investor besucht uns bald. Rette die Situation, bevor er auftaucht. Schleifsäge. Oder Presslufthammer. 1500. Wir gucken einfach mal. Schleifsäge könnte ja schnell gehen, ne? Dass wir irgendwelche Rohre schleien müssen. Das für 800. Okay, irgendwelche sind in der Tat 13 Rohre. Und Fässer in den Behälter. Also diese Missionen werden natürlich sehr, sehr schnell werden die etwas zäh. Das muss ich ja schon sagen. Vor allen Dingen, weil das ja auch keinen Spaßfaktor bringt. Es sei denn, die sind natürlich jetzt, weiß Gott, wo irgendwie versteckt. Oder man muss die jetzt noch irgendwie geschickt hier irgendwie drapieren, damit das überhaupt was da reinpasst. Das Lustige ist jetzt, ihr hört das vielleicht nicht, aber ich jetzt einem vorherigen Video, glaube ich, schon gesagt, die nebenan sind Handwerker und schrauben an der Heizung rum und die machen auch gerade irgendwie Flexarbeiten oder Bohrarbeiten. Dann höre ich immer den Ingame-Sound und dann draußen das auch. Das irritiert mich total, weil ich bin ja auch nicht mehr so, in meinem Alter ist mir auch nicht mehr so, wie nennt man das? Transferleistungsfähig. Ich muss dann immer kurz nachdenken, was ist denn jetzt was hier? So. Irgendwie muss ich jetzt die ganze Zeit dran denken bei Telekom, weil ich ja so Theater mit der Telekom habe. Es gab früher das Spiel, das Telekommando. Ich glaube, ich soll das mal auspacken. Einfach nochmal spielen. War ein Werbespiel. Da will ich gerade, weil es ein Werbespiel ist, muss ich dann auf eine Produktplatzierung hinweisen, obwohl ich kein Geld dafür kriege? Nee, ne? Muss ich nicht. Müsste ich auch bei einigen anderen Sachen, zum Beispiel so ein Monopoly-Video, und
Trotzdem habe ich es ganz klar gekennzeichnet. Nicht so wie diese ganzen Shopping-Tussis, die da irgendwelche Verträge haben und da überhaupt nicht offen zu stehen, dass sie einfach nur Sachen toll finden, weil sie Geld dafür kriegen. Ihr wisst ja, ne, wenn man ein bisschen clever ist, da muss man nicht dreimal die Treppen laufen. Ich bin so schlau. Ich bin so schlau. So. Ja, schnelle 1500, ne, 800 waren es, ne? Na, dafür war es vielleicht dann doch nicht so schnell. So. Aber das ist natürlich jetzt auch schon eine Kunst, hier das hier reinzustapeln irgendwie. Hallo? So. Gut, 800 Euro. Und wir mühsam nähert sich natürlich auch das Eichhörnchen, was unsere XP angeht. Verträge. So. Ist voraussichtlich. Machen wir. Kompaktlader mit Presslufthammer macht Spaß und geht schnell. Allerdings kriegen wir da keine Extrapunkte, glaube ich. All dieweil. Ja, so eine Wand umreißen, das bringt nicht so viel Unterschied, wie wenn ich hier irgendwo Müll umparken kann. So. Außerdem finde ich es sehr irritierend, das finde ich sogar sehr störend, dass so, Entschuldigung, dass die Nomenklatur der Fahrzeuge nicht in sich schlüssig ist. Also, will heißen, die heißen unterschiedlich. In der Beschreibung heißt es so, oder beim Questtext, weißt du, und dann stehst du hier und weißt nicht weiter. Wartung, zerstörter Bonus 6. Aha, also so funktioniert die Wartung. Wenn wir das jetzt nicht reparieren, dann kriegen wir weniger Geld vom Campingplatz. Am besten sofort die ganzen Camper rausschmeißen, die da dauercampen. Die waren bestimmt schuld. Ah, das ist praktisch. Man kann diese Dinger auch platt fahren. Man muss ja gar nicht groß ausweichen. Übrigens, falls ihr euch fragt, wieso zoomt der nicht ran, der Idiot? Ich kann hier rauszoomen, aber ich kann nicht weiter reinzoomen als so. Ups. Ich hätte mir das jetzt ein bisschen spaßiger vorgestellt, ehrlich gesagt. So, aber wir machen das gründlich hier. Wir reißen ab. Ich hätte mir übrigens gewünscht, dass der Maschinensound etwas lauter wäre. Die Umgebungsgeräusche etwas leiser. Ich stelle mir gerade vor, so laut ist ein Gewitter nicht, wenn ich in so einem abgeschlossenen Karbäuschen von so einem Kompaktor sitze. Schon ein bisschen anstrengend, weil irgendwie ich treffe halt immer nie richtig. Vor allem immer nie, ne? So ist es auch nicht besser. Jetzt hänge ich hier in dem Draht drin, Alter. Wenn du denkst, es geht nicht schlimmer. Aber.
Was ist jetzt passiert? Ist jetzt der Bildschirmfang kaputt gegangen? Na, dann kriegen wir ja wieder Spaß hier, wir zwei. So. Jetzt geht's voran. Oh, ist schon wieder das Internet ausgefallen. Ja, das kennen wir ja schon. Ach, ist das mehr. Ja, wie gesagt, also ich glaube, ich werde dazu einen kleinen Vlog machen. Meine Probleme mit der Telekom. Eine Geschichte in 1000 Kapiteln. Wobei man natürlich sagen muss, jetzt ist die Telekom auch bemüht. Ob das jetzt irgendwie damit zu tun hat, dass es sich hier rumgesprochen hat, dass ich hier möglicherweise darüber berichten werde, weiß ich nicht. Eigentlich sollte das ja keinen Einfluss darauf haben, ob eine Störung halbwegs schnell beseitigt wird oder nicht. Cool, das war knapp. So, geht doch. Das ist aber ganz schön zäh hier. Ich weiß auch gar nicht, wie man das vielleicht noch schneller gestalten könnte. Also von der Technik her, ihr wisst, was ich meine. Vielleicht habe ich hier mit diesem riesen Presslufthammer noch nicht die richtige Technik. Das muss ja noch größere Maschinen geben und ja. So kriegt man natürlich die Playtime auch rum hier. Aber ich bin echt gespannt, was da noch in größere Maschinen kommt. Es gibt natürlich jetzt bestimmt wieder irgendwelche Kanäle direkt zum Release oder vorm Release dann. Oh, alle Maschinen! Das ist so langweilig, weil dann hast du ja gar nichts mehr, worauf du dich freuen kannst. Du hast alle schon gesehen und irgendwie nimmt das so ein bisschen. Weiß ich nicht. Ich verstehe das immer nie. Aber ich bin ja häufiger schon ein bisschen anders. Ja, aber guck mal, auch hier können wir Bonus verdienen. Jetzt aber. Betonstromleitung. Achso. Bleiben wir doch mal drin sitzen. Die sind alle da hinten. Okay, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Der fährt sich auch im Schlamm fest hier. Junge, Junge, Junge. So, bestimmt ein Feature, wo die richtig stolz drauf sind, dass man hier so ein bisschen im Schlamm fahren kann und dass man das auch merkt. Ist auch nicht schlecht. Das ist ganz gut gemacht, ne? Muss man sagen. Das ist so geil. Das ist echt. Das ist total geil. So. Na, guck mal. Super. Na komm, weiter. Na komm. Schaffst du. So. Und noch zwei Runden. Ja, 1200 Bonus, da kann man auch nicht meckern, oder? Was auch immer dann ein SKV kostet, ne, ein LKV. So. Perfekt beendet.
Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar da, einen Daumen, empfehle ich es weiter, würde ich mich freuen. Und ich sage mal, bis zum nächsten Mal hier aus Destruction und Construction. Ich sage es einfach mal. Macht's gut, danke fürs Zuschauen und tschüss.